Kurz informiert bei Heise Online mit Hanna Alschner. Der Rat der Regierungsvertreter der EU-Mitgliedstaaten hat am Dienstag zwei lange umstrittene Normentwürfe endgültig befürwortet. Dabei handelt es sich um die Verordnung für eine europäische elektronische Identität auf Basis digitaler Brieftaschen sowie den European Media Freedom Act. Beide Gesetzgebungsverfahren sind damit prinzipiell abgeschlossen. Mit der Reform der eIDAS-Verordnung müssen die EU-Staaten künftig allen Bürgern und Unternehmen eine E-Wallet zur Verfügung stellen. Darin sollen Nutzer freiwillig ihre nationale eID insbesondere auf Mobilgeräten speichern und mit Nachweisen anderer persönlicher Attribute wie Führerschein, Abschlusszeugnissen, Geburts- oder Heiratsurkunde, Zahlungsdaten und ärztlichen Rezepten verknüpfen können. Vor allem das EU-Parlament sprach sich dabei gegen die von der Kommission zunächst geforderte Pflicht aus, die EU-ID als lebenslange Personenkennziffer auszugestalten. Der US-amerikanische Neonazi Scott Rhodes muss fast 10 Millionen US-Dollar Strafe zahlen, weil er bei rassistischen Spam-Anrufen seine Anruferkennung gefälscht hat. Diese Entscheidung der US-Regulierungsbehörde FCC aus dem Jahr 2021 hat nun das US-Bundesgericht für Montana bestätigt. Rhodes hat tausende US-Bürger automatisiert angerufen und mit aufgezeichneten Mitteilungen belästigt. Darunter waren ausländerfeindliche Lügen, rassistische Attacken auf Politiker, Versuche der Beeinflussung Geschworener sowie Drohungen gegen Journalisten. Mark Zuckerberg war angeblich stärker in ein Projekt zum Ausspionieren von Facebook-Konkurrenten involviert als bislang bekannt. Zudem wurden gegen Snapchat regelrechte Man-in-the-Middle-Angriffe durchgeführt. Das jedenfalls legen jetzt öffentlich einsehbare Gerichtsdokumente nahe, die im Rahmen einer Sammelklage gegen den Facebook-Konzern Meta zusammengestellt wurden. Darin werden E-Mails zitiert, laut denen Zuckerberg Angestellte angewiesen hat, trotz der Verschlüsselung des Snapchat-Traffics an zuverlässige Nutzungsdaten zu kommen. In der Folge wurde demnach daran gearbeitet, SSL-verschlüsselte Daten von Snapchat mithilfe der hauseigenen VPN-App Onavu zu entschlüsseln. Die Dokumente werfen ein neues Licht auf einen schon vor Jahren publik gewordenen Skandal. 15% der älteren schulpflichtigen Kinder bzw. fast jedes sechste sahen sich bereits mit Cybermobbing konfrontiert. Dies geht aus der zweiten Auflage der Studie Health, Behavior and School-Age Children hervor, den das Europäische Regionalbüro der Weltgesundheitsorganisation am Mittwoch veröffentlicht hat. Die Anteile von Jungen und Mädchen liegen dabei eng beieinander. Dies stellt einen Anstieg gegenüber 2018 dar, nämlich von jeweils 3 Prozentpunkten. Für die Untersuchung hat die WHO 279.000 Jugendliche im Alter von 11, 13 und 15 in 44 Staaten und Regionen wie Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien, Großbritannien und Kanada befragen lassen. Ungefähr 12% der Teilnehmer geben demnach an, andere im Internet zu mobben. Diese und weitere aktuelle Nachrichten finden Sie ausführlich auf heise.de.